Lieber Jens, meine Reaktion auf dein Video, passives Einkommen durch Dividenden ist eine Lüge. Ich würde sagen, etwas ist keine Lüge. Herzlich willkommen bei den Dividendensammlern mit Frank dem Bären. Heute beschäftigen wir uns mit dem Video von Jens Rabe. Den kennt der ein oder andere vielleicht schon. Er hat ja einen relativ großen YouTube-Kanal, beschäftigt sich hauptsächlich mit Optionen. Das macht er auch ziemlich gut. Jetzt hat er vor ein paar Tagen hier dieses Video gepostet, passives Einkommen durch Dividenden, Lüge, und hat versucht, in diesem Video herauszuarbeiten, warum das eine Lüge ist. Und das werde ich jetzt auch nochmal bewerten. Ich werde mir das Video selber gar nicht anschauen. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr das gerne tun. Vielleicht habt ihr das auch schon gemacht. Grundsätzlich mal die Reaktion der Zuschauer ist sehr negativ. Die hat mehr Daumen runter als Daumen hoch. Und die Kommentare, wenn man die liest, werfen ihm hauptsächlich vor, seine Optionskurse verkaufen zu wollen. Okay. Ein wichtiger Punkt mit seinem Argument ist zum Beispiel, dass wenn man den S&P 500 kaufen würde, als ETF hier im Hintergrund, hat man derzeit, das seht ihr ganz schwach hier unten in blau, 1,67% Dividendenrendite. Das ist natürlich richtig, wenn man das so machen würde. Das bedeutet allerdings natürlich, dass wir den gesamten S&P 500 kaufen würden, also auch Aktien, die gar keine oder ganz wenig Dividende ausschütten. Das machen wir ja gerade nicht als Dividendeninvestoren. Die will ich ja weghaben in dem Sinne, die klammer ich ja aus, und dadurch würde ja meine Dividende ansteigen. Das ist jetzt erstmal der erste Kritikpunkt, wo ich hier hätte an seiner Meinung. Das ist im Grunde genommen, natürlich, ich kaufe den Durchschnitt, dann kriege ich auch den Durchschnitt der Rendite. Den Durchschnitt will ich ja nicht haben. Daher würde ich ja auch als Wachstumsinvestor auch Wachstumsaktien kaufen und nicht Dividendenaktien. Das ist ja genau der Punkt an diesem Punkt. So, was ich mir aber hier aus seinem Video rausgepickt habe, er hat hier diese Quelle Compound, wo man schön sehen kann, wie viel Dividende der S&P 500 per Share bekommt, also pro Anteil und pro im Quartal. Das ist dann hier diese 3,21 Dollar 1990 und jetzt ist es ja ein bisschen runtergegangen hier auf der rechten Seite, 2020 bei 13,97 Dollar. Das habe ich mir in einer Tabelle mal zusammengerechnet. Also hier der S&P mit diesen 3,21 Dollar im Quartal aufs Jahr gerechnet und hier den S&P auch wieder hier das Quartal, ne? 13,97, 3,21. Diese beiden Zahlen habe ich aus dieser Compound-Tabelle raus. Was habe ich hier? Da habe ich nochmal geschaut, wo war denn der S&P 500 damals? Wir sehen hier auf der rechten Seite 1990, wir waren unter 500 Punkten. Ich habe jetzt einfach mal großzügig aufgerundet auf 500 Punkte. Also ne, wir haben 500 Punkte. Und heute hätten wir 3450 Punkte im S&P. So, dann habe ich einfach gesagt, ja gut, ich habe damals 100 Anteile erworben, macht 50.000 Dollar. Das heißt, damals hätten wir eine Dividendeneinnahme im Jahr von 1284 Dollar gehabt, was damals 2,57% entsprochen hätte. Und das Ganze, also 40 Jahre später, ist ja ein Anteil 3450 Dollar wert. Das heißt, unser fiktives Portfolio
was wir vor 40 Jahren mit 50.000 Dollar gekauft haben, ist heute 345.000 Dollar wert. Das heißt, die Zeitkomponente hat der Jens hier einfach völlig unterschlagen. Und das ist ja das Allerwichtigste, wenn wir auf Dividenden gehen über die Jahre. Denn natürlich, wir sehen zum einen, die Kurse sind natürlich angestiegen, weil wir die Börse 7% im Schnitt pro Jahr ansteigt. Aber auch unsere Dividende ist dadurch mit angestiegen. Das sehen wir hier. Und dadurch haben wir jetzt nämlich eine gesamte Dividende hier von 5.588 Euro. In Prozent gerechnet hat sich die über die 40 Jahre verschlechtert. Also wir haben die Kurse sind vermutlich stärker angestiegen als die Dividende, oder die Dividende wäre gesenkt worden, also nicht im gleichen Maße angestiegen. Das kann ich mir gut vorstellen, denn jetzt ist ja die Zeit seit 2000 und so fort, haben wir ja die Technologiewerte, Internet immer mehr stärker auch gewichtet in diesem S&P 500. Allein Apple, Google und wie sie, also Amazon, Microsoft, wie die alle heißen, sie sind so stark gewichtet und die tun gar keine bzw. ganz wenig Dividende ausschütten. Das beeinflusst natürlich dann auch den Dividendendurchschnitt von dieser ganzen Annahme. Okay, was würde ich aber daraus schließen für meine eigene Anlage? Also A, hätte ich natürlich nicht in den gesamten S&P 500 investiert. Ich hätte ja eine höhere Dividendenrendite haben wollen und die liegt halt dann so bei, sage ich mal, 3-4% brutto Dividende, die ich bekomme. Und ja, das war ja damals schon im unteren Rand, aber die ist halt schwächer geworden. Da müsste man halt schauen, wie man reagiert. Natürlich gibt es immer wieder Unternehmen, die sich negativ entwickeln, aber das ist ja der Punkt an dem Auswählen der Aktien oder am Streuen der Aktien. Man kann das ja nicht voraussehen. Wir sind nicht so tief in der Materie bei diesen Unternehmen drin. Also anhand von dem Blickwinkel, der uns präsentiert wird, gibt es halt auch mal Fehleinschätzungen und das muss man einfach akzeptieren. Deswegen ist das ja bei mir im Depot. Ich versuche eigentlich im Moment zumindest also Aktien zu bekommen, die über 5% Dividende bezahlen. Und tue dafür die Dividendensteigerung etwas opfern. Also mir ist die Höhe der Dividende relativ wichtig. Aber da hat ja jeder seine eigene Strategie. Außerdem könnte ich ja nicht auf einmal diese fiktiven 100 Anteile S&P 500 kaufen, sondern wir kaufen das ja monatlich. Also es geht hier ja darum, langfristig etwas aufzubauen und ohne mein aktives Zutun, dass etwas kommt. Natürlich bedeutet passiv jetzt in dem Fall nicht kaufen und forgetten so ungefähr, also vergessen, sondern natürlich muss man sich ein bisschen drum kümmern, wenn man jetzt nicht gerade in ETFs investiert. Ich kann ja auch einen Dividenden-ETF oder so kaufen, der hat höhere Dividendenrenditen als diese 1,62%, wenn ich den gesamten Markt kaufe. So, mein Ding ist es ja, einfach diese Einzelaktien auszusuchen. Das macht mir persönlich Spaß. Ich gehe nicht zu tief in die Materie rein, dafür ist mir die Zeit einfach zu schade, sondern ich schaue einfach grob drüber, schaue ein paar Berichte an, die ich im Internet finde. Das ist nicht viel Zeit. Ich lese eh gerne, ich informiere mich gerne, ich bin viel unterwegs im Internet. Ja, und daher habe ich diese Informationen. Okay, aber wenn ich das nicht wollte, könnte ich ja auch in einem Dividenden-ETF investieren und dann hätte ich diesen Effekt über die Jahre und Jahrzehnte, wo ich mir dann nutzen kann. Also wie gesagt, dann habe ich definitiv etwas im Alter, mit dem ich anfangen kann. Weil wir reden hier auch nur von 40 Jahren
umso früher wir anfangen, umso mehr kann ich mir ja erlauben. Vor allem, wir haben ja nichts dazu investiert und wir reden hier gar nicht davon, wir haben 40 Jahre lang Dividenden kassiert mit diesem Einmalkauf damals. Also auch das wäre ja kumuliertes Vermögen gewesen oder Einkommen in dem Fall. Mit dem haben wir was gemacht, also entweder verkonsumiert oder wieder zurückinvestiert, was uns wieder diesen Zinseszinseffekt bescheren würde und wir aufbauen ohne Ende über all die Jahre. Okay, wie gesagt, so, das ist so der Punkt. Dann hat er noch einen Punkt gehabt, man soll sich um das aktive Einkommen kümmern. Das finde ich auch wichtig. Natürlich ist das wichtig, das aktive Einkommen zu erhöhen, soweit man das kann. Viele können das einfach nicht. Der Beruf gibt einfach nicht viel mehr her. Man hat nicht mehr Möglichkeiten, was anderes zu machen oder man sieht sich selber nicht in anderen Dingen. Man hat vielleicht auch Verpflichtungen wie Familie. Da kann ich nicht einfach so viele Risiken vielleicht eingehen. Und ich sehe das dann einfach so, dass diese Aktien mit Dividenden, die ich mir langsam aufbaue, einfach eine Entkoppelung ist von meiner aktiven Tätigkeit. Genau das möchte ich hier erreichen. Ich möchte eine Entkoppelung von meinem Einkommensstrom und wenn der am Anfang auch noch so klein ist. Langfristig möchten wir da einfach einen Teil haben. Und der Michael und ich, wir hatten ja schon in der vergangenen Ausgabe mal darüber spekuliert, was ist denn, wenn wir dieses Vermögen nicht verbrauchen? Das kann vererbt werden an die kommende Generation und die verbraucht das auch nicht. Dann haben wir spätestens in der dritten Generation so viel Kohle hier zusammen also investiert über die Generation. Die brauchen sich gar keine Gedanken mehr über Arbeiten zu machen, wenn man das so schaffen würde. Das Problem ist natürlich, drei Generationen denken alle drei Generationen ähnlich wie ich, der das für mich jetzt mache, oder machen die das einfach, um dann zu verkonsumieren und diese Generationenübergabe abzubrechen. Ja? Das nur nochmal als Grundgedanke, um sich, weil so tun es ja die Reichen auch machen, die vererben ja viel Vermögen und das schaffen wir halt als normale Angestellte nur in einem gewissen Ausmaß. Ja. Okay, so, das soll es eigentlich für heute gewesen sein. Dann bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Das ist hier Frank, der Bär von den Dividendensammlern. Wir würden uns freuen, wenn du ein Abo und ein Like da lassen würdest. Herzlichen Dank.